Sind die News der Woche präsentiert von den Kartoffeln? Yay! Sehr schön. So enthusiastisch wie immer können wir wieder einsteigen in diese hoffentlich kurze News-Folge. Was? Aber wir haben Boah! ja, Aber ihr habt ja noch einen wir haben Termin. 34 Minuten Zeit. Snorri hat einen großen Termin am stilistischen Abgrund des Geschmacks. Ja, genau. Ich bin zum Schlitfatz Fernsehgucken ver angesagt. genau, ich bin Schneehaie. zum Fernsehgucken verabredet. So, Dasselbe. das erste, was ich natürlich jetzt mal ansprechen möchte, wäre Funcom macht drei Konan-Spiele. Conan der Barbar? Ja, Age of Conan eben. Das ist Conan der Barbar. Ich glaube, das letzte kam irgendwann für die allererste Xbox mal raus. Das Ja. war das, wo man das Kamel schlagen konnte. Oh, das war super. Das war super, Ich habe das den hat man ganzen sich. Tag nichts anderes gemacht. Also mir hat das auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, dieses Kamel zu schlagen. Das war cool. Und das soll jetzt anscheinend, ja, wie gesagt, von Funcom laufen. So wie ich verstehe, soll das tatsächlich als MMO kommen. Okay. Ach nee, das Als erste Spiel. Das erste Spiel soll schon im Januar kommen. Aha. Nochmal schnell hier umändern. Das ist noch nicht rausgekommen. Es soll im Januar schon kommen. Und das ist ein MMO, Age of Conan. ein So. MMO Age of Conan? Ja, wahrscheinlich laufen dann 30 Schwarzenegger darum statt einer. Ja, das wird ja super. So, deine News der Woche, Mephisto? Nintendo mal wieder. Oh, was haben sie diesmal verbrochen? Ging ja um die neue Konsole. Nintendo geht davon aus, Ende 2016 die Konsole rauszubringen. Die haben jetzt schon neue Patente angelegt. Also einen Auftrag gegeben von den Controllern. Und zwar sieht der Controller aus wie eine PSP, bloß dass der ganze Controller ein Display hat. Okay. Auch mit Wie der? Und Also hat man ein Handheld oder was? ja, so in der Art, bloß das ganze Ding, der ganze Handheld, der hat keinen Rahmen, sondern einfach ein riesengroßes Display. Und was genau meinst du, sind da die Vorteile? Also Es ich gibt meine, keine. ich war ja noch nicht mal begeistert von der Wii U mit diesen riesen Tablets in der Hand. Ich meine, bei Mario Kart hast du ja auf dem Tablet, ich nenne es mal Tablet, hast du ja die Streckenkarte. Ja. Mal ohne Scheiß, wer normaler Mensch guckt denn auf das Tablet und gleichzeitig auf den Fernseher? Wie soll denn das gehen? Kann er nicht auf eine Karte gucken, die neben dir liegt, auf dem Controller und willst Da gleichzeitig musste auf den Fernseher gucken. schon so Chamäleonaugen haben. Ja, genau. Oh, super. Das heißt, es ist schon für fortgeschrittene Tierarten? Anatomie. Ach so. Genau, Ja, Tierarten. Jetzt ist Socken endlich auch tierfreundlich. wer weiß. Die muss man auch als Nutzergruppe mal abgreifen. Also die Nintendo gibt an. Stell dir vor, Fliegen fangen für Chamäleons. Oh, Die wollen ob's das 10 schon. bis 12 Millionen Mal verkaufen. Das haben sie vor. Ja. Na, sind wir mal gespannt, ob es das wird. Weltweit? Oder wie haben sie es vor? Also, Ich glaube weltweit. 2016 und hier habe ich Hätte ja noch, sein können, dass nur in Australien so viel. na, wenn dann schon wahrscheinlich in Japan, aber ich nehme an weltweit, weil da sind sie wahrscheinlich realistisch. Also sagen wir mal so, es gibt jetzt auch noch Realistisch. andere Seiten, die Hersteller, die Platinen herstellen, die geben an, dass es zwischen Mai und Juni schon losgehen soll. Okay. Nintendo sagt aber Ende des Jahres. Also mal abwarten. Ja, Vor sind allem wir mit mal diesem gespannt. Controller weiß ich jetzt nicht, wie ich das so einschätzen soll.
Ich finde das totaler Schwachsinn eigentlich. Ja, naja, jetzt weiter geht's, damit das hier auch schnell gehalten wird. Es kommt ein neues Sci-Fi-Spiel von den Bioshock-Leuten raus und das Ganze wird ein Mini-Open-World-Spiel. Was ist denn ein Mini-Open-World? Ist das eine offene kleine Welt oder was? Wahrscheinlich. Es ist eine nicht-lineare Story und soll einen hohen Wiederspielwert bekommen, weil du eben Sachen verschieden irgendwie miteinander verbinden kannst. So habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, es ist wahrscheinlich relativ egal, wo du anfängst mit der Story. Und je nachdem, was du als nächstes machst, entwickelt sich das halt ein bisschen anders. Und deswegen wird das Ganze eben frei kombinierbar und deswegen soll man es eben öfters wieder spielen können. Bin gespannt, ob das Ganze so hinhaut. Das ist ja, glaube ich, das Erste, was sie in dieser Hinsicht machen. In dieser Hinrichtung, genau. In dieser Hinrichtung, ja, wer weiß. Die waren ja vorher mit ihren Bioshock-Teilen sehr vereinnahmt und die sind ja alle sehr linear. Das ist jetzt das erste Open-World-Spiel und das erste Open-World-Spiel, wo du keine lineare Story hast. Also gleich zwei neue Sachen für sie. Ja, und dann natürlich noch die schöne neue Sache mit Kojima. Bei dem ist ja jetzt dieses Verbot, dieses Competition-Verbot ist ja aufgehoben worden, ne? Ich glaube, seit dem 15. oder so. Und deswegen kam jetzt auch schon raus, Kojima macht ein neues Indie-Studio und arbeitet Hand in Hand mit Sony. Der macht, glaube ich, exklusiv für Sony 4 jetzt ein Spiel mit Max. Also für die PS4 exklusiv. Riesenroboterzeug. Aber kommt dann auch später für den PC. Genau, mit zeitlicher Verzögerung. Genau, es kommt zuerst. Gehabt, ja. Genau, es kommt halt auf keinen Fall für die Xbox. aber für den Rest soll es wahrscheinlich kommen. Ja, was habt ihr noch? Also ich hätte noch XCOM 2. Oh. Was? Jetzt bin ich gespannt, was du dazu erzählen hast. Also die haben, also was ich jetzt so durchgelesen habe, die begnügen sich, also von den Jahren her, das 8 Jahre alte Rechner. Können das Spiel spielen. Ui. 8 Jahre, boah, das könnte ja meiner sogar schaffen. Ja, meiner wird es auf jeden Fall schaffen. Ich habe es ja vorbestellt. Also minimal, also Intel Core Duo E4700, ich glaube, der ist 9 Jahre. Scheiße. Also auf jeden Fall, jetzt mal kleine Eigenwerbung, ich werde das Spiel natürlich, sobald es rauskommt, auch mal streamen. Streamen sogar? Ja, natürlich. Ich werde es sofort runterladen und dann gucken wir mal, dass wir es gestreamt kriegen. Weil ich finde, das lohnt sich dafür einfach. Du kannst da so viel mit Leuten absprechen. Ja, jetzt darfst du reden. Ist seit langem mal wieder ein Spiel, was jetzt nicht so auf die Anforderungen angeht. Also, ich meine, es ist gut, es gibt Spiele, die geil aussehen, gut optimiert sind, aber das Spiel begnügt sich ja auch mit 8 Jahren alten Rechnern. Das finde ich eigentlich positiv. Und es sieht trotzdem gut aus. Ja, keine Ahnung. Hab ich noch nicht gesehen. Also, ich habe jetzt schon mehrere Stunden Material gesehen dazu. Ich wollte jetzt sagen, ich habe mehrere Stunden gespielt. Ja, natürlich, ich habe schon selber gespielt, ich habe es programmiert und ich habe schon mehrere Stunden gesehen und das Schöne ist, du kannst es dir überall von den Leuten ansehen und es ist jedes Mal anders. Du kennst ja noch XCOM 1, da hattest du ja immer die gleichen Level und wusstest ungefähr, wo welcher da auftaucht, ne, welches Alien. Jetzt ist das Ganze aber ganz anders, weil du zufällig zusammengebaute Level hast, womit auch die ganzen Encounter quasi zufällig sind. Du hast da Patrouillen rumlaufen, du hast da Geschütztürme rumstehen und so weiter, die du auch von Anfang an natürlich nicht kennst, die du so auch nicht wieder finden wirst, weil die ganze Karte sich halt jedes Mal anders ist, mit anderen Gegnertypen und so weiter. Und deswegen kannst du dir das immer wieder angucken und hast immer wieder andere Erfahrungen dabei. Das finde ich ganz cool.
Also ich habe tatsächlich jetzt schon drei meiner Nominierungen für die besten Spiele im nächsten Jahr schon drin. So, Okay. was wollte ich jetzt erzählen? Keine Ahnung. Ich hätte noch eins, was Okay. eigentlich für uns drei eigentlich Ich ganz interessant kenne auch wäre. noch eine Jede News, dann bitte. aber ich glaube, die betrifft nicht viele von uns, denn es handelt sich um eine, um eine Handy-News. Nämlich geht es um WhatsApp und da wird gewarnt vor einem Kettenbrief-Virus. Der sieht ähnlich wie folgt aus. Man kriegt eine Meldung, wo einem ein Update angeboten wird, mit dem man Echtzeit sehen könnte, welcher Freund gerade mit wem chattet. Und da werden manche sagen vielleicht, oh, das interessiert mich jetzt, mit wem gerade die Claudia chattet. Die stalke ich jetzt mal und drück dann einfach auf, ja, dieses Update will ich gerne installieren. Und zack, schon ist der Virus auf dem Handy und schon ist alles Fratze. Deshalb Warnung davor, sowas macht man eigentlich auch überhaupt nicht. Du hast. Sowas Aber installiert man doch gar nicht. ist das nicht auch eine gute erzieherische Maßnahme, wenn man sowas einfach unkommentiert so lässt? Weil Stalken gehört sich ja eh nicht. Eben, das wäre eine Deswegen super erzieherische Maßnahme. eigentlich müsste man so du machen und jedes Mal, wenn man den runterlädt, dann muss man den Computer nochmal neu installieren. Das ist Du kriegst okay. dein Handy erst wieder, wenn du Aber das damit wird dir dann umgehen auch immer kannst. erzählt, weil du versucht hast zu stalken, was dich nicht gehört. Und dann wird das Ganze abgeschaltet. Zack. Ja. Und sowas machst du für jeden Scheiß. Weil du versucht hast, Ja, eine Mikrotransaktion zu tätigen. 100 € von deinem Konto abgebucht, weil du ja versucht hast zu stalken. Sieh das als Lehrgeld an. Ja, Lehrgeld, genau. Okay, dann hätte ich noch natürlich die Nachricht, dass Fable Legends nach 2016 verschoben wird. Ist wahrscheinlich jetzt, da wir Dezember haben, relativ klar. viel weiter geht's da auch nicht mehr. In den Zwibember oder sowas geht's wahrscheinlich nicht Der mehr. November. Der Zwibember. Remember with November. Ja, genau. Und was haben wir noch? Wir haben noch die blöde Nachricht mit Destiny. Ich nehme an, ihr habt es schon gehört. Die Level Booster. Schieß Da habe los. ich mich Levelbooster, letztens mal sie drüber sagt nichts. aufgeregt. Ich habe es tatsächlich als Meme mitbekommen, habe mich dann drüber schlau gemacht. Es gibt in Destiny jetzt Level Booster. Das heißt, du kannst schneller leveln und so weiter. Und das auch für deine Klasse. Das heißt, du bekommst ein paar Items, glaube ich. Kriegst diesen Booster, dass du schneller leveln kannst. Und du wirst sofort auf Level 25 hochgestuft. Und das Ganze kostet dich 30 €. Und das Alter für jede Kacke. Klasse. So viel Spielspaß. Ja, unbedingt. Wer möchte nicht für Destiny nochmal 30 € ausgeben, nachdem er sowieso für die anderen DLCs schon 100 € ausgegeben hat? Mittlerweile kannst du dir so überlegen, ob du lieber ein Auto haben möchtest oder. Naja, egal, komm. Vor allem manche machen das ja sogar. Manche kaufen das. Ja. Das wundert mich. Die machen halt immer noch Gewinn damit. Und das ist so eine Sache, die mich echt nervt. Oh. Ja, was einen auch echt nerven könnte, wäre natürlich, wenn man Xbox Live-Nutzer ist. Denn diese wurden letztens gehackt und die durften dann nicht mehr online spielen und konnten keine Sachen nutzen, die sie online gekauft hatten. Das Ganze ist von so einer, ja, von seiner so kleinen Gruppe. Ich glaube, Phantom Squad hat sie sich genannt. Hat gesagt, ja, als nächstes machen wir das mit PSN. Und die wollen damit erreichen, dass die großen Firmen, also hier Microsoft und Sony, mehr Geld für ihre Sicherheitssoftware ausgeben. Joa. Okay. Das ist so Boah. diese Woche passiert. Ich glaube, es ist noch irgendwo ein Battlefield Hardline DLC. Ja, genau, DLC.
wurde angekündigt. Mich hat ehrlich gesagt gewundert, dass Battlefield Hardline noch aktualisiert wird. Ich habe eigentlich es so verstanden, als wäre es für sie ein Flop gewesen. Aber im Januar kommt ein DLC heraus. Nennt sich Getaway und gibt paar neue Maps, paar neue Waffen, paar neue Fahrzeuge und ein Gadget. Okay. Wozu es aber auch bald ein DLC gibt oder auch eine Enhanced Edition. Deine News schon jetzt hoch. Nein, jetzt okay. Lass ihn ausreden. Dann halt nicht. Ich habe noch 20 Minuten Zeit, du darfst ausreden. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber wir haben ja eine Enhanced Edition gibt es bald auch für ein Spiel, das wir schon in den Game Awards besprochen hatten, nämlich unter den besten Shootern. Dying Light wird eine Enhanced Edition bekommen. Wird gerade. Ja, da stürzt schon alles zusammen. Da fällt bei mir schon alles. Boah! Rein. Ja, das ist die reine Aufregung. Und. Hurra! Und da wird die Technik verbessert, die Grafik wird verbessert, ja. Das ist vor allem für den Mephisto wichtig. Es wird einen Nightmare-Modus geben, also einen weiteren Schwierigkeitsgrad. Es wird Kopfgeldsystem geben, neue Gegner und mehr Waffen. Eigentlich wird überall noch was draufgepackt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das jetzt wert ist, das alte Spiel wieder rauszukramen. Aber, Was ist denn mit denen, die das Spiel schon haben? Ja, die sind in den Arsch gekniffen. Nee, es gibt das halt als DLC. Und Ja, genau. Und das 20 kommt, Euro? Bitte? 20 Euro? Weiß ich nicht. Ach, stimmt, aber das ist doch die. Ja, Entschuldigung. Aber jedenfalls wird es diese Edition ab dem 9. Februar. Nee. Doch. Februar geben. Richtig. Okay. Und richtig. Da gibt es auch eine neue Map. Und die ist größer als die originale plus die Altstadt. Neues Gebiet quasi. Okay. Ja, du weißt da ja mehr als wir darüber, über das Spiel. Du hast es ja schon spielen dürfen. Oh ja. Wäre es denn wert für dich, das Spiel nochmal auszupacken, so ein DLC? Oh ja. Oder würdest du sagen, okay. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich habe letzte Zeit schon, also ab und zu mal, ich tue das nicht durchgängig, sondern ab und zu mal ein Stündchen oder so, ein paar Zombies kloppen, das ist schon geil, nach dem Arbeitstag oder so, das ist schon erfolgreich. Weil die Zombies laufen ja auch draußen rum. Wenn man mal die Nase voll hat von dem Saftladen. Ich mache jetzt mal, darf ich jetzt mal so fix? Weil dann mach mal fix. Also Just Cause 3 hat einen neuen Patch, 1.02, und der Hauptgrund, warum die Patch ist, halt die Ladezeiten drastisch verkürzen. Okay. Habe ich schon gemerkt. Ja, Und dann, wir hatten doch auf der E3 ein Spiel von Ubisoft gesehen, wo wir angefangen zu sabbern. Fragezeichen? Du meinst dieses, wo man diese Ritter gespielt hat und richtig. Okay. For Honor. Ja, genau. Scharf für drauf sind. Der sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Da gab es ein Alpha-Test, eine geschlossene. Okay. Ja. PC, und da haben schon welche das gespielt. Die haben eine. Also, die haben das halt getestet. Die Langkurve, Balancing und Vielfalt habt ihr halt so getestet. Der Grundsatz, einfach zu lernen, schwer zu meistern. Wie bei fast jedem MOBA, oder? Ja, sowas. Und zwar, also die Alpha war aus direkt nur für Multiplayer ausgelegt, weil die Kampagne noch in Entwicklung sei. Mich wundert tatsächlich gerade, dass es eine Kampagne gibt. Ich dachte, es wäre nur MOBA eigentlich aufgebaut. Nö, und dann wirklich so ein Schlägerei-Ding. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die haben halt positiv überrascht. 4 gegen 4 Modus. Domination hieß das. Also Angreifer und Verteidiger, wie man es halt bei der E3 gesehen hat. Und es soll wirklich unterschiedlich Kampf, also man wird das richtig merken, dass du einen Ritter oder einen Samurai spielst. Okay. Richtig. Ich werde nur Samurai spielen.
Und wir hatten ja gedacht, es gab 3 verschiedene Kämpfer. Oder 4? Ja. Ne? Es gab 3 Ritter und Wikinger. Genau, Wikinger. Ich glaube, einer war noch dabei. Ja? Ja. Ich wusste jetzt nur die 3. Ich auch. Aber, wie es jetzt hier hieß, kommen noch weitere Helden dazu. Hoffen wir mal, es wird keine Sachen, die du dazu kaufen musst, sondern die jetzt dazu gepatcht werden. Also laut Ubisoft steht es hier, wenn das Spiel rauskommt, werden mehr als 5 Helden zur Verfügung stehen. Okay. Bloß für wen? für wann es rauskommt, das ist natürlich die entscheidende Frage, weil es sieht richtig lustig aus. Wo wir auch noch nicht ganz genau wissen, wann es rauskommt, ist natürlich System Shock 3. Was wir aber wissen, ist, dass es wahrscheinlich bald mit VR-Brille spielbar sein wird. Ach du Scheiße. Aha, das kann lustig werden. Und dass es rauskommt, ist ja klar. Das ist ja, Rechte sind gesichert und es gab auf der Seite gab es ja auch schon die ersten Infos. Ja dann. Von daher sehr interessant. Ja, für die News dieser Woche bin ich, glaube ich, ziemlich durch. Ja, von der letzten, ja eh noch was von der letzten Woche weiß ich noch ein bisschen was. Ja, wir haben noch 47. Ich habe noch ganz Woche wenig. Wüsste ich noch. Von der letzten Woche wüsste ich auf jeden Fall noch ganz kurz, dass es einen Yoda DLC für Star Wars Battlefront gibt. Aha, schon die nächsten DLCs hier. Das ist gerade erst rausgekommen. Aber okay. Ist natürlich total super. Der kleine freuen wir uns alle. Popel. Ja. Nicht, dass wir jetzt erstmal überhaupt gucken, dass sie die Balance wieder richtig hinkriegen. Nein, wir hauen die ersten DLCs raus. Ja, dann, ich wüsste noch, dass Ni No Kuni 2 angekündigt wird. Darauf freue ich mich total. Das war ein super Spiel. Ni No Kuni 1 hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, der Humor wird auch weiter so wie bei Ni No Kuni 1 bleiben. Schön verrückt. Ja, dann wird es wahrscheinlich wieder 400 Stunden dauern, oder? Ja. 400 das Stunden ist jetzt übertrieben. Ah, ein bisschen. 380. Ja. Punkt. Das kommt schon hin. 0,3. Na gut. Ja, ich glaube, also mir persönlich ist tatsächlich aus der Woche davor nicht so wirklich viel hängen geblieben. Außer die Sache mit CSGO, dieser neuen Waffe. Da gab es ja ziemlich viele Aufreger. Aber sich die so wurde erinnert. Jetzt, glaube ich, neu gebalanced. Haben sie sich schon drum gekümmert. Ja. Wurde schon? Okay. Mhm. Ja, das ist natürlich gut. Und natürlich Telltale Games macht ein Batman-Spiel. Und ich bin tatsächlich derzeit nicht so wirklich drüber froh. Ja, hat man schon in dem ehrlichen Review gesehen. Das, ihr wisst, wie ich mit Telltale angefangen habe. Ich war total begeistert. Und ich war auch von den ersten, sagen wir mal, 2 bis 3 Episoden von Game of Thrones total hingerissen. Aber danach, du merkst einfach, wie schlecht es denen tut, dass die einfach gerade so viele Franchises einkaufen und dann einfach nur versuchen, so viel wie möglich von den Sachen zu produzieren. Jetzt war das ja auch so, die haben 4 Monate gebraucht, um die letzte finale Folge rauszubringen. 4 Monate. Und es ist scheiße geworden. Es ist scheiße geworden. Es ist einfach scheiße geworden. Ich bin wirklich enttäuscht. Alles, was du entscheidest, bringt dir überhaupt nichts. Vorher haben sie es wenigstens irgendwie versucht, noch ein bisschen, so zu machen, dass man wirklich ein paar Entscheidungen hat, die wirklich was treffen. Aber jetzt, das ist alles totaler Mumpitz. Ich glaube, es gibt vielleicht 2 oder 3 Entscheidungen, die wirklich noch ein bisschen Einfluss haben. Zum Beispiel diese Geschichte, mit wem von den beiden rette ich. Aber ansonsten ist das alles totaler Scheiß. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich die zweite Staffel von Game of Thrones auch nicht mehr holen. Es wird ein Boykott ausgerufen. Aber jetzt stell dir mal vor, die Telltale-Firma hauen mir jetzt auch noch genau Batman kaputt, ja. Stellt genau das mit Batman an, was George Lucas mit dem armen Sturmtruppler anstellt, wo ich dir das Bild geschickt habe. Genau das hoffentlich im Thumbnail, dass du hoffentlich im Thumbnail auch in den Hintergrund setzen wirst bei dem
Ja, Ich Thumbnail. weiß nicht, ob wir dann einen Strike kriegen würden. Ich glaube nicht. Ich will es lieber nicht drauf ankommen lassen. Dann kommen wir fix No. durch hier. Wir sind durch, ja. Wir haben Der will noch. seine Haie streicheln. Wer will sagen? Na, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Heroes of the Storm gibt's einen neuen Helden. Bambi. Bambi, Spoink. okay. Spoink. Haben halt ein Patch rausgehauen, das Mini-Patch. verbessert das Matchmaking. Okay. Ja. Dann hätten wir ganz Final schnell. Fantasy VII Remake soll als Episodenspiel kommen. Was? Ja, das soll ein Episodenspiel werden. So ein Scheiß. Und sie haben gesagt, dass jede Episode so lang sein soll oder so groß sein soll wie ein eigenes Spiel. Und ich bin gerade sehr verwirrt, wie sie das hinkriegen wollen. Naja, ich Wenn glaube, Final bei Final Fantasy Fantasy 7. werden die das hinkriegen, aber allein, dass es ein Episodenspiel werden soll, finde ich so bescheuert. Ja, ich finde, es wird derzeit zu heftig ausgenutzt. Es ist halt wirklich immer dieses Vorschussgeld. Wir machen jetzt mal 10% der Arbeit und werden dafür schon mal den Season Pass einholen. Vor allem ich persönlich, ich habe jetzt nicht so viel Final Fantasy gespielt. Aber wenn ich mal Final Fantasy spiele, dann will ich richtig reingezogen werden und dann spiele ich das auch mal ja so in einer Woche oder so durch. Und ich könnte so ein Spiel könnte ich nicht erstmal die erste Episode spielen und dann erstmal 2 Monate auf die nächste Episode Ja. warten. Wobei ich aber jetzt wirklich sagen muss, die Grafik sah da wirklich gut aus. Ich habe ein bisschen was von gesehen. Ich bin eigentlich ja nicht so Ja, der Grafikfan, aber Final das sah schon ganz Fantasy gut ist. aus. Die wissen zumindest das schon mal zu machen. Final Fantasy ist ja immer so cinematisch aufgebauscht. Also Und von der Grafik her kann man da nicht meckern. natürlich noch mal eine Nachricht, einfach nur, um die Leute so ein bisschen zu unterstützen. Warhorse Gaming, Warhorse Gaming sage ich schon, Warhorse Productions natürlich, hat jetzt eine weitere Alpha-Version von Kingdom Come Deliverance rausgehauen, wo sie jetzt auch schon das Crime System mit drin haben. Es gab ja vorher, man kennt es ja, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch ja noch, Ein Kingdom Come. Crime System. Ja, das ist dann jetzt halt, wenn du stiehlst oder wenn du jemanden schlägst und so weiter, dann ist ja klar, dann wirst du ja eigentlich gejagt bei den ganzen Spielen, ne? Bei denen ist das Ganze tatsächlich sogar noch ein bisschen komplexer, denn die Leute, die das beobachten, beziehungsweise auch das Opfer selber, rennt zur nächsten Wache, berichtet dem das und dann sind die erst hinter dir her. Aha. Das heißt, das ist ja eigentlich so eine Sache, das hast du bei so Sachen wie Skyrim oder so weiter. Das weiß ja plötzlich jeder in der ganzen Region, dass du plötzlich der Bösewicht bist. Bei denen weiß das keiner, solange bis der Kerl das der Wache sagt. Das heißt, wenn du jemanden in einem Wald auflauerst und der Kerl irgendwie noch wegkommt und wegrennen will, dann hast du immer noch jede Menge Zeit, um den noch zu erwischen, bis der Wache das erzählen kann. Ah. Ich finde das schön. Und die haben Das natürlich ist jetzt auch wunderschön. einiges an der Map getan. Also das Gebiet ist schon um einiges größer geworden. Wie heißen sie? Sie wollten jetzt so ein bisschen diesen Survival-Effekt mit reintun. Das heißt, du musst essen, trinken, schlafen. Das haben sie jetzt mit reingetan. Und auch wenn du jetzt aufwachst und so weiter, du siehst die erste Zeit eher so ein bisschen verschwommen. Du hast quasi so eine Art Morgenmüdigkeit. Das finde ich schon alles ganz cool gemacht. Also ich finde, die haben einige. Morgenmüdigkeit. Ja, kennst du das nicht, wenn du aufwachst, wenn du noch nicht alles so total klar siehst und so ein bisschen müde bist? Ja, Und ich das kenne finde, ich die sehr haben gut. einige Ideen mittlerweile drin, wo ich glaube, das kann tatsächlich in ein, zwei Jahren wirklich so ein Standard werden, den jeder haben muss. Allein so diese Sache mit diesem Crime System, das finde ich schon richtig super. Und die wollen ja wirklich jetzt einen
so versuchen, ein sehr realistisches Spiel zu machen. Also die werden ja, die haben ja den schönen Namen Dungeons No Dragons. Also Dungeons Ah. keine Drachen. Weil es wird einfach wirklich ein Spiel im, ich glaube, Tschechien von damals, Polen oder Tschechien. Ich verwechsel die beiden immer wieder. Irgendwo da. Kannst du? Ja, und da soll es natürlich relativ realistisch diese ganze Umgebung und das, die Zeit so ein bisschen widerspiegeln. Und die sind tatsächlich auch schon, was den Mephisto vielleicht auch interessieren könnte, die haben eine richtig schöne fotorealistische Engine, wo sie sogar die Unterschiede der Schattenverdichtung mit drin haben. Das heißt, manche Schatten sind dunkler als andere, je nachdem, wie sie angeblendet werden und was da, wenn da zum Beispiel Gras drunter ist, dann scheint das Gras, scheint ja das Licht auch so ein bisschen anders darüber. Das wird auch alles da geregelt. Sieht alles sehr schön aus auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Soll, ich glaube, ein genaues Datum wurde nicht gesagt, aber es soll im Sommer nächsten Jahres rauskommen. Also vollständig. Und man kann es natürlich, wie Okay. gesagt, jetzt die Alpha spielen, wenn man das Ganze backt. Jo. Klingt ja gut. Aber ich Genug hätte eigentlich gedacht, so, gehypt. solche Schattenspielchen und so, dass das schon heutzutage, dass das schon so gemacht wäre, dachte ich. Nee, die haben da wirklich noch um einiges mehr. Also wenn du das mal dir mal sowas davon ansiehst, du hast wirklich, normalerweise hast du nur, ja, da ist eine Wand. Und da fällt Schatten drauf, jo, passt. Und bei denen ist es wirklich so, du hast auf dieser Wand hast du Passt schon. andere Schattenfixierungen, sag ich mal, ne? Da sind manche Punkte ein bisschen heller, manche ein bisschen dunkler, je nachdem, wie der Schatten da so fällt. Also du weißt, ich bin eigentlich kein so ein Grafik-Nerd, deswegen ist das nicht ganz so das Ding. Aber ich fand es sehr interessant, dass die jetzt quasi auch damit wieder die Ersten sind, die sowas machen. Das finde ich ganz cool. Und wie gesagt, Ja. die sind ja auch totale Realismus, Leute. Und die haben ja auch, wie gesagt, diesen den Schwertkampf und so weiter. Es ist schwer, allein gegen zwei Leute zu kämpfen. Also selbst Ja. das wird sehr realistisch. So, genug Cool. gehypt, genug extra Werbung gemacht für Warhorse. Aber vielleicht wird ja der eine oder andere noch drauf aufmerksam, weil das könnte tatsächlich Rollenspiel des Jahres 2016 werden. Da Zumindest bei bin mir. ich mal gespannt. Jo, okay. Das war's dann von dieser Woche. Oder habt ihr was zu erzählen noch? Ihr habt noch eine Minute. Nee, frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten bis später, Frohe Fürti, Weihnachten, und bis dahin. Ciao. sonst wüsste ich nichts. Genau.